Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich wieder aus meiner Psychotherapiepraxis und diesmal soll es wieder in dieser Themenwoche Grenzen, Grenzsituationen um eine spezielle Grenzsituation gehen, wo ich hoffe, dass du sie noch nicht allzu oft oder gar noch nicht erlebt hast, nämlich um die Grenzsituation, wenn jemand ein Trauma erleidet. Ich setze mich mal wieder, jetzt habe ich kurz überlegen müssen, links, rechts. Diesmal ist es wieder der Therapeutensessel, der mich angelacht hat. Ja, also, ein Trauma. Ich habe ja schon in anderen Videos drüber gesprochen, beziehungsweise gibt es einschlägige Trauma-Kanäle, wo eben Traumabehandlung zentral gesetzt wird. Im Prinzip ist manchmal die Frage, was ist überhaupt ein Trauma? Ein Trauma ist vom Wort her, von der Bedeutung des Wortes her, griechisch Trauma, Wunde, Verwundung. Man meint damit eine seelische Verwundung, eine Verletzung, eine Erschütterung und es gibt bekanntlich, oder es werden unterschieden, es gibt ja verschiedenste Unterscheidungsweisen und das ist ja alles künstlich konstruiert in der Wissenschaft sozusagen, dass man sagt, das ist ein Trauma, das sind alles Konstrukte, Krankheitsbegriffe sind überhaupt Konstrukte. Aber wir wollen jetzt da nicht so sehr in die Tiefen des Konstruktivismus oder Antikonstruktivismus gehen, sondern wir wollen uns wirklich das Trauma anschauen als Grenzerfahrung in diesem Video. Wenn du ein Trauma erlitten hast, woran erkennst du es denn? Das ist so eine oft gestellte Frage an mich. Du erkennst es oft überhaupt nicht, denn in der traumatischen Situation, wenn dir das Trauma widerfährt, bist du reizüberflutet oder du bist dissoziiert, das heißt, du entsteigst quasi deinem Körper, weil du die traumatische Situation anders gar nicht bewältigen, nicht überleben könntest. Das heißt, das Trauma ist zunächst im Verborgenen und wie der Name der posttraumatischen Belastungsstörung ja schon sagt, ist erst nach dieser Grenzerfahrung, wenn es ein einmaliges Traumaereignis war, nach dieser einmaligen Grenzerfahrung, wenn es ein Entwicklungstrauma, so sagen auch manche dazu, war, dann ist es eine Serie von traumatischen Ereignissen, die sich chronisch durch die Zeit fortgesetzt hatten. Und manchmal ist es eben so, dass sich erst Jahre später oder zumindest Wochen, Monate später das Trauma zeigt. Das ist sozusagen wie so ein ruhender Vulkan, wo dann plötzlich eruptiv, also ausbrecherisch, plötzlich bricht dann die ganze Lavamasse, die heiße, flüssige Lava und der Aschenregen heraus. Das ist dann dein Leiden, das du spürst, aber das Trauma, das dieses Leiden evoziert, also hervorgerufen hat, das ist schon längst verjährt womöglich. Du hast das Gefühl, hey, das kann doch nicht sein, das war doch im Jahre Schnee. Das ist doch schon gar nicht mehr wahr, das müsste ich doch längst verarbeitet und verkraftet haben. Und das ist eben die Grenzsituation, die dann eine neue Grenzsituation hervorruft, nämlich die, dass du deine Krankheit, deine posttraumatische Belastungsstörung erstmal einsehen und akzeptieren musst und dir sagen musst, okay, da gibt es was ich offenbar rational vom Verstand her jetzt nicht ganz raffe, aber es ist nun mal so, obwohl das 30 Jahre zurückliegt, jetzt ein besonders krasser Fall, oder obwohl das 5 Jahre zurückliegt, äußert sich das erst jetzt und ich habe bis jetzt so toll funktioniert. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann dir sagen, doch, genau das gibt's. Und das ist ja das Heiße dran, das Hitzige, das heiße Eisen, ja, an dem man sich dann gerne die Finger verbrennt, auch in der Psychotherapie, so quasi über etwas zu reden, wo man gar keine Erinnerung dran hat. Und das ist eben das zweite Erkennungsmerkmal. Also erstes Erkennungsmerkmal eines Traumas, dass du es oft im Moment überhaupt nicht erkennen kannst, sondern es zeitversetzt, viel, viel, viel später zeitlich distanziert vom traumatischen Inhalt und Geschehen erkennen kannst, zuordnen kannst, ja? So wie so ein Detektiv auf Spurensuche, dann ist es ja gar nicht eindeutig auszumachen. Viele sagen ja auch spekulativ, wahrscheinlich bin ich traumatisiert oder auch der Therapeut sagt zu dir, vermutlich liegt da ein Trauma vor oder wurden sie traumatisiert oder war diese Erfahrung traumatisch. Und Punkt 2 ist, dass die Krankheitseinsicht dann gar nicht da ist und dass auch, das war jetzt eigentlich Punkt 1, ne, dass es zeitversetzt ist, Punkt 2, dass die Krankheitseinsicht zunächst gar nicht da ist, weil man das erst auf die Reihe kriegen muss, dass das mit dem zusammenhängt, was da längst vorbei ist, bla bla. Und Punkt 3 ist,
dass die Erinnerung oft fehlt, ja? Dass nur so Erinnerungsfetzen da sind oder, was mir auch oft in meiner Praxis oder auch in der Klinik begegnet, dass, ich muss nur da drauf tippen, weil da steht Batterie fast leer, habe ich zur Kenntnis genommen. Bitte, bitte, liebes iPhone, lass mich das Video fertig machen. Ja, dass dann mir gesagt wird, ja, tut mir leid, offenbar bin ich traumatisiert, aber ich habe keine Erinnerung an meine Vorschulzeit, an meine Grundschulzeit. Ich habe keine Erinnerung an meine Zeit beim Heer, als das Trauma passiert. Ich habe keine Erinnerung an meine Zeit im Krieg, als das Trauma vermutlich passiert. Ich habe keine Erinnerung an meine Zeit, als ich Tag für Tag missbraucht wurde oder Woche für Woche missbraucht wurde. Ich habe keine Erinnerung an irgendein grenzüberschreitendes Verhalten. Ich habe keine Erinnerung, dass meine Kindheit in irgendeiner Art belastend war. Ich habe keine Erinnerung, wie das für mich war, wie sich das anfühlte, als mein Vater, meine Mutter mich misshandelten, missachteten, psychisch missbrauchten, meine Grenzen nicht achteten, mich instrumentalisierten, mich für ihre Zwecke benutzten und so weiter und so fort. Ja, was tun? Also diese drei Indikatoren sprechen dafür, dass du ein Trauma gehabt hast oder jemand anderer in deinem Umkreis ein Trauma erlitten hat. Dann gilt es, wie gesagt, auf Spurensuche zu gehen. Das gelingt am besten in einer Psychotherapie. Wenn du die Vermutung hast, irgendetwas habe dich traumatisiert, und das kann ja merkwürdigerweise etwas sein, was jemand anderen überhaupt nicht traumatisiert. Also es ist rein individuell, was einen Menschen traumatisiert. Was der eine so abschüttelt, ist für den anderen traumatisierend möglicherweise. Und ja, was soll ich sagen, wenn du das Gefühl hast, dass eine dieser drei Kriterien zutreffen, dann würde ich eben, wie gesagt, auf Spurensuche gehen, am besten in einer Psychotherapie mit einem Psychotherapie-Experten, der dein Partner auf dieser Spurensuche ist, auf dem Weg dieser Spurensuche. Und ja, und dann gilt es herauszufinden, wie du dieses Trauma in der Jetztzeit, in der Gegenwart, dieses vergangene Trauma bewältigst. Denn du kannst es nun zeitversetzt bewältigen, und das ist ja die große Chance. Also es ist eigentlich eine Chance, und es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Grauenhaftes, wenn du herausfindest, wie schlimm deine Kindheit war. Auch wenn du jahrelang dachtest, meine Kindheit war doch gar nicht schlimm. Wenn du dann die Wurzeln deines heutigen Verhaltens, das dich unbehaglich macht oder es dich belastet oder wo du unter Wiederholungszwängen leidest oder wo du immer wieder dieselbe kranke Beziehungsstruktur eingehst, wenn du dann sozusagen Licht am Ende des Tunnels auf deiner Suche findest und siehst und dir denkst, ah, das könnte es gewesen sein, dann ist das eigentlich schon der Schlüssel zum Schloss, denn du kannst das Trauma zwar nicht ungeschehen machen, du kannst die Serie traumatischer Ereignisse, wenn es einer war, nicht ungeschehen machen, aber du kannst lernen, damit umzugehen, es als Teil deiner Geschichte zu akzeptieren, dich nicht abzuwerten, nur weil du traumatisiert wurdest, dich nicht in einem schiefen Licht zu sehen, sondern dein jetziges Verhalten und Denken besser verstehen und einordnen zu können und dann besser mit dir selbst umgehen zu können und somit auch mit dem Rest der Welt besser umgehen zu können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video was gebracht hat. Teil es gern, wenn du der Meinung bist, es kann auch jemand anderen Input geben, der hilfreich ist. Und wenn du mir ein kostenloses Abo dalässt, dann sicherst du dir jedes Video auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon auf dich.